In Grafeneck wurden die Top-Freiwilligen Niederösterreichs gekürt und auch eine ganze Gemeinde war unter den Preisträgern. Somit darf ich verlesen, wer den Freiwilligenpreis in der Kategorie freiwillig engagierte Gemeinde erhält. Und dieser Preis geht an die Marktgemeinde Senftenberg. Ja, ganz einfach, unser Altbürgermeister und einige andere Freiwillige haben sich hier extrem engagiert für die Ukraine-Hilfe. Zum einen haben wir als erste Maßnahme gesetzt eine große Sammelaktion, die dann hier in die Ukraine geliefert worden ist. Und zum zweiten sind dann an die 60 ukrainische Flüchtlinge bei uns untergekommen und diese werden bis zum heutigen Tage noch immer betreut. Ja, ein Freiwilligwesen ist ganz wichtig, so wie das Vereinsleben an sich selbst. Jeder engagiert sich in einem Verein immer freiwillig und genauso auch in der Feuerwehr. Und ohne diese Freiwilligen könnte das alles nicht aufrechterhalten werden. Man könnte sowas niemals bezahlen und darum sind wir stolz als Gemeinde auf unsere Freiwilligen, auf unsere Vereine und auf alle anderen, die sich hier dementsprechend engagieren. Unsere Gemeindemitarbeiter zum Beispiel sind beide auch bei der Feuerwehr oder zwei davon auch bei der Feuerwehr engagiert. Einer davon ist auch der Kommandant eben. Und wenn natürlich hier dementsprechend Zeit notwendig ist, um das in der Feuerwehr hier einzubringen, dann, wie gesagt, eben werden diese Kolleginnen und Kollegen gerne natürlich ermöglicht, dass sie sich bestmöglich hier engagieren können.